Hey ihr Echsenmenschen aus der Hohlerde, willkommen zurück zum Verschwörungssimulator 2019 mit The Outer Worlds. Wir haben Dr. Eva Chartrand gefunden, die Frau, die angeblich ein Alien ist und auch alle anderen, wie soll ich sagen, zu Aliens machen will, assimilieren will, durch ihre Alien-DNS, das denkt zumindest Lilia Hagen. Aber jetzt hat sich herausgestellt, sie will eigentlich nur so den Metabolismus der Menschen verändern, die Nukleinsäure oder was auch immer, also irgendwas mit dem Nuklein, dass man hier diese ganzen Nährstoffe, die man hier anbauen kann, also das Essen und so weiter, dass der Mensch das verdauen kann, denn sie sagte, es ist wohl nicht wirklich so, dass man das so verarbeitet, dass man davon leben kann auf Dauer, denn die Menschen sterben hier langsam weg, über Generationen wahrscheinlich, aber das ist die Frage, sie arbeitet ja für den Vorstand, die haben das ja angeleiert und der Vorstand hat wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt das Beste für die Menschen im Sinn, sondern eher halt das Geld, was dabei rumkommt. Deswegen weiß ich nicht genau. Ja, ich weiß nicht. Parvati, wie sollen wir es deiner Meinung nach machen? Seems like she's trying to help, Captain. Honest help. Ain't many in the colony doing that. We should let her try. I hope you know what you're doing, Captain. I leave it in your hands. Nioka. Look, cold-blooded murder ain't easy on my spirits. But this, all this research, all these experiments, it's wrong. It's all void damn wrong. Finde ich jetzt Everything gar nicht. Everything I did was for the good of the colony. Consider that. Ja, ich denke auch, dass sie es wirklich zum Wohl der Kolonie macht, die Forschung hier. Deswegen, kennst du Phineas Wells? Wenn du mit ihm zusammenarbeitest, verschone ich dich. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. A madman, a butcher. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? Naja, es gibt also wirklich keine außerirdischen Verschwörung, ja? Alien conspiracy? No. What? Did you hit your head on your way in or something? I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here alive. Nun, wenn ich hier was zum... überzeugen habe ich leider nicht genug. Weil das Schicksal der Kolonie in meiner Hand liegt. Ich lade das nochmal ganz kurz und werde das mal ganz schnell machen. So, jetzt überzeugen, weil das Schicksal der Kolonie in meiner Hand liegt. You sure have an inflated sense of self-importance, but that doesn't make you wrong. Now move along. The doc has a lot of work ahead of her. Tidying up and such. Das war jetzt einfach. So, was sagt denn jetzt mein Ruf? Der Vorstand, 10%. Ach komm, scheiß drauf. Annehmbar. Ja. Händlerpreise sind um 5% gesenkt. Das ist doch schon mal was. So, dann würde ich sagen, ziehen wir das wieder an. Hacken und den Endstrahlschaden. Ach komm, eigentlich kann ich ja auch die Überzeugen-Schose hier anlassen. Ach, ist es ja auch egal. So, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Kann ich das einfach klauen? Ja, nicht, wenn die zugucken wahrscheinlich. Was knackst du denn so? Ja, interessant, dass das einfach so geklappt hat, oder? Ich meine, es hätte es mir noch ein bisschen schwerer machen können. Lilia wird wissen wollen, was auf Dr. Chartrands Anwesen passiert ist. Gut. Weil ich ihr das wohl mitteilen müsste. Weiß, sieht mich hier jemand? Ich gehe einfach. Mal gucken, was macht der Ruf? 11%. Ach. Pfeif doch drauf. Ja, pfeife ich doch drauf. So, das war's jetzt hier. Ja, schade. Ich habe gedacht, es geht noch ein bisschen weiter. Aber Lilia Hagen wird das wissen wollen und die wird ein bisschen... Was ist schon wieder Ruf gesagt? Ja, komm. Das ist mir doch egal. Das bisschen Rufschmuf. Ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich nur, dass ich dann bessere Preise bekomme oder schlechtere Preise. Kann das sein? Ist nicht jetzt so, dass die mich sofort angreifen, sobald sie mich sehen. Also eigentlich Pillepalle, ne?
Was ist das eigentlich für ein geiles Schwertchen? Ionisiertes Papiermesser. Na, Parvati hat schon was Gutes. Nyoka. Ah, bitteschön. Wie gesagt, das sind meine beiden Lieblingscharaktere. Die nehmen wir immer mit jetzt. Eddie kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Ja, das machen die immer. Ich weiß, da stehen die voll drauf. Oh, achso, ich muss die... Ist doch nur die Andockstation. Mach doch bitte. Mach das doch bitte mal. Das geht so schnell. Ich finde das eigentlich voll cool, ne? Das ist... Ja. Oh, ich habe, glaube ich, einen Joker abgewählt. Habe ich? Ah, ist egal. Habe ich nur ein paar Vati dabei. Das ist doch egal. Obwohl, warte mal, außer es kommt jetzt ein Dialog. Außer es kommt jetzt ein Dialog mit Ellie und, nee, mit Lilia. Ist aber auch komisch, jedes Mal hier klicken, E drücken. So, jetzt haben wir's. Ja, viel ist wohl nicht mehr jetzt. Ich weiß nicht, was noch so kommt auf Byzantium, aber wir haben jetzt auch die ganzen Nebenquests dann fertig. Schätze ich mal. Bin mal gespannt, was sie jetzt dazu sagt. Lilia. Wahrscheinlich wird sie ein bisschen angefressen sein, aber das ist halt dann auch nicht mehr mein Problem, ne? Okay. Na, vielleicht macht sie es zu meinem Problem. Mal sehen. Aber mir liegt so ein bisschen mehr die Menschheit und die Kolonisten am Herzen. Ich habe mit Chartrand geredet. Ich werde sie nicht töten. Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer, I'm both angry and disappointed. I'll add that to your file. Kann ich vielleicht erklären? Technically, I owe you an exit interview. Care to justify your betrayal of our species, or are we finished here? Bekomme ich wenigstens ein Empfehlungsschreiben? Du hast Chartrands Forschung missverstanden. Sie ist unsere größte Hoffnung für das Überleben in Halcyon. You're awfully quick to trust someone who offed her colleagues and called it a good start. Out of my office. We're done. You think maybe she's got an itchy trigger finger? I don't want to find out. I like her, Captain. Let's go before we have to paint this office with her blood. Oh. Ja, ist mir auch relativ, wenn ich bei Sublight 5%. Wow. Ich müsste mich jetzt komplett hassen, aber das Spiel ist halt leider ein bisschen inkonsequent, was das angeht. So, warte mal, überzeugen. Hau ich da einfach mal alles rein? Nee, Moment. Mal gucken, was habe ich denn hier mit der Rüstung? Wenn ich überzeugen, plus 5. Und Dialogfertigkeiten. 98. Habe ich noch den Essensbuff? Nee, habe ich auch nicht. Der ist schon wieder weg, oder? So, jetzt haben wir hier 100. Ja, Schloss knacken vielleicht noch. Oder? Parvati. Ach, warte mal, ich habe ja auch Essensentzug mal wieder. So. So, so, so. So. Schloss knacken habe ich schon 100. Hacken haben wir 70. Medizin. Moment, ich will nochmal kurz meine Hacking-Klamotten anziehen. Ja, hier ist es ja nur die Brustrüstung. So, 7 habe ich darauf. Also hacken. Ja, mehr geht halt nicht, oder? Lügen überzeugen, einschüchtern. Ist ja auch egal. Technik habe ich 100, Medizin, Wissenschaft. Wissenschaft hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das geht ja schon. Dialogfertigkeiten, hacken. Ja, ist egal. Achso, ich kann ja eigentlich gleich wieder zurück zur Unreliable. Und dann auf, zurück nach Byzantium. A reminder to all crew members. There is only one. So, Byzantium. Und zack, springen wir darüber. In den Villenbereich. Jawohl. Ich wollte mich hier noch ein bisschen umgucken, soweit ich das darf, bevor mir wieder jemand hier böse will. Bin ich jetzt schon da?
Ach ja, gut. So, da oben ist ja Sperrgebiet, das wissen wir schon. Gibt es noch irgendwelche Shops oder sowas? Irgendwelche besonderen Sachen? Oh, there. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of him? Was? Oh Gott, wie siehst du denn aus? Another Rungleech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Frolicking. Hortensie. Also sie heißt Hortensie, also es ist eine Blume. Und Ingoldsby. Flanieren? Leute, flaniere ich etwa? Frolicking is for sprats. You're a captain. You prance. The prancing pony. Whatever you call it, do it elsewhere, and take your merry band with you. Honestly, what is the board thinking, letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Du bist vielleicht madness. Hm. Wenn der Vorstand keine Leute in die Stadt lassen soll, was machst du dann hier? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Ist mir doch egal. Was ist dann CIO? Chief Idea Officer. Aha. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing. Wow. It was a very long list. Aha. Moment, aber was hast du getan, um deinen Platz hier zu verdienen? I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Cool. Bits zu erben ist nicht dasselbe wie sie zu verdienen. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success, and success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful, and if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. Dein Großvater ist ein ganz schöner Idiot. You're welcome. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Was ist das Problem, wenn mehr Leute nach Byzantium kommen? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. Beschissenes Make-up. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful. And this early retirement nonsense is making it even worse. Also wenn es jetzt eine echte Situation, würde ich sagen, talk to the hand und wird einfach weggehen. Was bedeutet vorzeitiger Ruhestand? The worst thing to happen to Halcyon. A contest that gives even the lowliest, most inefficient workers a chance to live in Byzantium. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Was ist daran fair, dass jemand wie du hier rumsitzt und so große Worte schwingt, obwohl du in deinem Leben wahrscheinlich noch nichts geleistet hast? Nun, also die meisten Wettbewerber haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet. Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... Hmm. You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? Beat standing around and talking to aristocrats anyway. Yes. Listen to your... Sag nichts Falsches. What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Boah, also ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, die erste Quest, die ich ablehne. Warum sollte ich einer derart selbstsüchtigen Person wie dir je helfen wollen? Did you miss the part where I said I'd pay you? That's all the reason someone like you should require. Pff, da irrst du dich. Gib mir was Besseres. Better than money? Let's see, there's... No. The thrill of discovery. Like in an Aetherwave adventure. People love those, right? Don't you want to see what the retirement district is like? Mhm. Na gut, ich tue es, aber nicht für das Geld.
Fantastic. Consider yourself employed, Vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree, which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Aha. Und wie bist du an die Zugangscodes gelangt? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Ich kann mir langsam so ein bisschen denken, warum Ellie so ist, wie sie ist und ihre Eltern auch. Die ist so richtig schon scheiße hier. Ach, herrlich. Oh, ich heb mal einfach den Dreck hier auf, ne? Macht ja sonst keiner. Und dann verkaufe ich es irgendjemandem. So, warte mal, kann ich das jetzt aufheben, ohne dass der Kerl mich sieht? Aha. Was mich jetzt fragt, habe ich das nötig, den Müll aufzusammeln? Ja. This property is off limits. Solicitors, loiterers and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. Ja, ja. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Wow. Ich bin hier, um Minister Clark zu treffen. That's funny. The minister isn't expecting visitors. And you don't much look like one of those couriers from HPS. Oh, warte mal. Genau das bin ich aber. Sure you are. And what is it you're delivering today? Ups, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Typical. Why don't you come back when you're ready to actually make a delivery? Scheiße, das war ja die Hauptquest, glaube ich, die ich gerade ausgewählt habe. Ja. Benutze Hortensis Passwort, um mit dem Zugriff Terminal Zugriff darauf zu erhalten. So. Wo ist das denn? Was? Was? Ach, da unten. Ach ja, die Hortensie, ne? Auch eine sehr, sehr liebreizende Person, finde ich, ja. Eigentlich meine ich so richtig Kotzgrenze, aber gut. Ich glaube, das kann man denen nicht vorwerfen, wenn die ihr ganzes Leben lang so ein Schnösel-Dasein gewohnt sind und das auch so ausleben dürfen. Tür aufschließen. Haha. Ist hier eine Scheibe? Offensichtlich komme ich aber eh nicht drüber, egal. So, ich gehe da mal. Ja, tschüss. Also, anscheinend darf man hier einfach so reinspazieren, wenn man den Code hat. Welcome wow. To the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury penthouse, furnished exclusively by 24/7 Furniture's Deluxe Falskowood Collection. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Barbecue, or Rizzo's All-You-Can Crunch Cereal Buffet? Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G brew by Spacer's Choice. Kannst du jetzt mal ruhig sein? An ale that's good for what ails you. Although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary for the entirety of your stay. Courtesy of the Halcyon Holdings Corporation. You won't have to spend a bit. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines and enjoy our specially constructed welcome center. While you're here, be sure to check out the displays for some fun facts about the early retirement program and selection process. Then, once you're ready, enter the elevator at the end of the hall and leave your troubles behind. Ist jetzt gut? Today is the first day of the rest of your life. Today is the first day of your early retirement. Congratulations. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement.
Ganz ehrlich, ich bin kein Freund solcher Ansprachen und das ist jetzt gerade echt zu viel. Also, wie oft will er noch sagen, wie toll das hier ist und wie sorgenlos hier alles ist. Und im Endeffekt werde ich mit euch hier machen, so soll und grün. Oder es ist sowas wie The Island von Danny Boyle. Kennt ihr den? Wo die alle nur, ich will nicht spoilern, aber schaut euch The Island an, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. Das ist alles so trügerisch und so toll. Auch eine Lotterie gibt's da, ihr wisst schon. Naja, du bist besonders. Jeden Monat melden sich hunderttausende Arbeiter im gesamten Halcyon-System für das vorzeitige Ruhestandprogramm. Das sind nicht nur Arbeiter auf Terra 2, sondern auch Bewohner der Groundbreaker und Hephaistos. Nach der Entfernung unerwünschter oder unqualifizierter Kandidaten werden nur 2,3% der verbliebenen Antragsteller in den vorzeitigen Ruhestand übernommen. Wahrscheinlich, weil die noch gute Organe haben, ne? Oder Zähne oder sonst irgendwas. Ich hoffe, du hast bei deinen Nachbarn angegeben, bevor du los... Achso. Du hast echt über die Wahrscheinlichkeiten triumphiert, Champ. So, wusstest du schon? Das Auswahlsystem zum vorzeitigen Ruhestand ist das rigoroseste und modernste Lotteriesystem der gesamten Galaxis. Und so funktioniert es. Der Name jedes Kandidaten und jeder Kandidatin wird auf einen Plastikball gedruckt. Der Plastikball wird mit tausenden anderer in einen Turbobeschleuniger geladen. Ein Team aus fortschrittlichen Robotereinheiten betätigt zufällig ein komplexes Flaschenzugsystem. Die Bälle werden durch den Turbobeschleuniger in ein Supraleitrohr gelenkt. Von dort aus werden sie auf eine spezielle kalibrierte Genauigkeitsmatrix gefeuert. Der erste Ball, der das Zentrum der Genauigkeitsmatrix erreicht, ist der Tagessieger. Durch diese Methode stellt Halcyon Holdings Corporation sicher, dass alle vorzeitigen Ruheständler mit absoluter Neutralität und minimalen Kollateralschäden ausgewählt werden. Was ist die 4 schon? Sicherlich hattest du eine tolle Zeit mit deinen Anmeldungsformularen zum vorzeitigen Ruhestand, aber wir wissen, dass selbst aufregendste Formular ab 87 Seiten etwas fade werden. Ich kann wieder nicht lesen heute. Glücklicherweise hat sich deine harte Arbeit wirklich ausgezahlt. Jetzt, wo wir Details wie deine Schuhgröße, deine Blutgruppe und deine Zahnarztunterlagen kennen, können wir deinen vorzeitigen Ruhestand genau auf dich anpassen. Jedes Detail wird perfekt auf deine einzigartigen Bedürfnisse angepasst, genau wie Hammersmith-Waffen exakt auf den persönlichen Kampfstil passen. Genau was du willst, Hammersmith. Living the high life. Das Ruhestandszentrum ist der sicherste Ort im gesamten System. Seit der Errichtung wurde in seinen Mauern noch kein einziges Verbrechen begangen. Wow! Und das rührt alles von der harten Arbeit der Männer und Frauen in Schwarz-Weiß her. Universal Defense Logistics. An jedem Tag ist UDL Security damit beschäftigt, die Bürger von Byzantium zu schützen oder beschützen. In ihrer Jurisdiktion richten bestimmt keine Aufrührer Chaos an. Gönnt euch also eure verdiente Rast unter dem wachsamen Auge von UDL Security, Ruheständler. Ob bei Freizeitaktivitäten oder beim entspannten Zuhause, UDL behält euch im Auge. Hier in Byzantium sorgen Robotereinheiten dafür, dass euer Leben sauberer, leichter und effizienter wird. Genau wie im Rest der Stadt fegen die Kolonnen aus Robotereinheiten regelmäßig die Straßen des Ruhestandsviertels, um ihm den klassischen Byzantium-Glanz zu verpassen. Ja, es ist klar, so wie es draußen aussieht. Aber das ist noch nicht alles. Sie kümmern sich auch um deine persönlichen Bedürfnisse. Willst du ein Getränk ordern? Robotereinheiten bringen es direkt an den Tisch. Hast du das Getränk in deinem neuen Penthouse verkippt? Robotereinheiten wischen die Sauerei auf. Sie tragen sie sogar dein Gepäck hinterher. Natürlich erst, wenn es von der Sicherheit überprüft und aus unserem Zolllager freigegeben wurde. Wenn also auf einmal 400 Kilo Stahl auf dich zuwalzen, keine Panik. Wahrscheinlich hast du nur deine Happy Dale Farms Woolly Curds fallen lassen. Hoppala, keine Sorge, wahrscheinlich ist sie immer noch gut. In Byzantium. Das vorzeitige Ruhestandprogramm wurde persönlich geschaffen vom Erdminister Aloysius Clark mit der Unterstützung vom Vorstandsvorsitzenden Rockwell. Minister Clark und Vorstandsvorsitzender Rockwell sind der festen Überzeugung, dass jeder Arbeiter und jeder Angestellte in Halcyon eine faire Chance haben sollte, die Schönheit und den Luxus von Byzantium selbst zu erfahren. Bevor ihr also diesen Fahrstuhl betretet, euch zurücklehnt und den Ruhestand genießt, denkt daran, euch bei Minister Clark zu bedanken. Ohne ihn wärt ihr nicht hier. When you arrive. Ja, ich sag mal, Bullshit. Das ist einfach nur... warte mal, ich hab doch den Karabiner schon.
Nee, ich hab das Plasma-Gewehr. Vergiss das mit dem Karabiner. Waffenschaden. Oh, ist es Waffen? Reichweite. Achso, Quatsch, habe ich ja schon alles. Verkaufen wir mal was. What? Der Granatwerfer 2, der ist halt auch nicht mal so schlecht. Ich habe ja den. Plasma-Gewehr. Stufe 21. Was habe ich denn gerade für eine Stufe? 28. Nee. Nicht gut. 412. Ich nehme mal mit hier. Oh, guck mal, das ist der Purpleberry-Strahler Joch. Und der ist wahrscheinlich schlechter als der Granatwerfer, wette ich mit euch. Ja, das kann ich dann, glaube ich, verkaufen. Ja. Machen wir einfach mal. Das kann nichts. Nahkampf, Nahkampf. Ausweichen. Blocken. Hacken ist gut. Schlossknacken ist gut. Verteidigungsfertigkeiten brauche ich auch nicht. Gut. Ja. Geht vielleicht noch was Besseres? Ausweichen. Wissenschaft. Oh, bitte sei jetzt endlich ruhig. Ja. Hier, bla. Ich stimme zu, glaube ich, oder? Ich will jetzt endlich weg hier von der Stimme. You'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Horse Barbecue or Rizzo's All-You-Can-Crunch Cereal Buffet? Kinder, ich sag euch, irgendwas ist hier richtig faul. Wir werden jetzt gleich zur Wurst verarbeitet. Säulengrün, ich sag euch. Das sieht nämlich gar nicht mehr so glänzend und prunkvoll aus hier auf einmal. Oh Gott, das ist auf einmal richtig horrormäßig. Das ist richtig Horrorshow. Nope, not having this. I've lived through too many Marauder ambushes in my life to die by a trap built by corporate pencil pushers. Initiated. Aha. Sag ich doch. Boah! Bam! Oh Gott, da kommt noch mehr. Mach ich alle kaputt! Ich hab's mir gedacht, das ist halt so ein Auslöschungsprogramm einfach nur hier. So wollen sie die ganzen Leute loswerden. Was für Assis! Und die kommen hierher, weißt du, freuen sich so, yay, cool, Ruhestand, für immer Urlaub und dann sowas hier. Arme Schweine. Ja, wahrscheinlich eher das Gegenteil dann. Die wollen die aussortieren, die wahrscheinlich nicht wirklich gute Gene haben oder krank sind oder so, weißt du, die nicht wirklich gute Arbeiter sind. Also die wollen halt einfach so die aussortieren, die nicht so das haben, was sie wollen. Ist ja schon fast Eugenik. Also nur halt ohne Manipulation des Erbguts oder sowas. Sozusagen sowas wie Sterilisierung oder sowas, Sterilisation. Wie asozial seid ihr denn bitte? Und dass sowas überhaupt noch besteht, ich meine, das muss doch irgendwie rauskommen. Na gut, die halten es wahrscheinlich alles unter strengem Verschluss. Deswegen muss man sich ja komplett verabschieden von allen. Also am besten so nach dem Motto, haha, ich komme jetzt in die Lotterie und ihr Penner, ihr habt Pech. Ihr müsst weiterleben. Oh, Schockkanone Ultra? Aha, ist langweilig. Eine Wache.
An T&L Kundendienst. Ich beantrage hiermit die Reklamation meiner neuen T&L Schockkanone. Das Marketing bewirbt die Waffe als das verlässlichste Werkzeug zum Ruhigstellen von ungehorsamen oder unhöflichen Robotereinheiten. Ich muss jedoch feststellen, dass sie eine Ladehemmung hat, wenn man sie mit einer Energiezelle lädt, die mit dem eigenen Blut besudelt ist. Ich habe seit 7 Jahren ausschließlich Waffen von T&L verwendet. Sollte diese Angelegenheit sich nicht klären lassen, habt ihr leider einen treuen Kunden verloren. Ihr würdet ebenfalls einen treuen Kunden verlieren, falls ich sterbe. Ihr solltet also besser hoffen, dass ich das Blut wieder in meinen Körper zurückbekomme. Oh mein Gott. Aber Hauptsache mit Humor nehmen, das Ganze, ne? Kann ich das hier irgendwie publik machen, dass ich da so, ne? Weil ich die Info hier einfach mal raushaue, wenn ich jetzt an das Terminal kann. Was haben wir denn da? Roboter-Einheiten deaktivieren. Ist ein bisschen spät dafür. Luke aufschließen. Die da? Nee. Ach, da wo ich herkam jetzt quasi nur, hä? Ja, sonst ist nämlich nichts mehr hier. Boah, was für ein asozialer Haufen einfach mal. Der Vorstand. Oh cool, ich komme nicht mehr weg. Ach, da die Luke? Ah, ist klar. Piu. Boah, was ist das bitte hier? Ich meine... Oh. Wartungstunnel. Freund oder Feind? Gar nichts. Oha. Hier ist aber ganz schön was los, du. Die ganzen Roboter. Achso, die habe ich jetzt deaktiviert oben, ne? Oh, das wäre jetzt noch lustig geworden. Flieh. Ach hier, da habe ich doch die kleinen Spreads gesammelt. Vielleicht sollte ich die trotzdem noch alle deaktivieren, die Roboter, hä? Wer weiß. Dann hätten wir so ein kleines Kämmerlein. Mann, was für Assis einfach. Ja. Ging schnell, ne? Boah, das ist aber glatt. Ist gleich wieder so die Premium-Roboter hier, ne? Schrottbot-Einheiten. Mal weg. Oh, Ruf bei Vorstand gesenkt. Huch, das ist aber blöd. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Naja, gut. Ist mir eigentlich auch relativ egal, weil ich will den Vorstand sowieso stürzen. Aber muss ja nicht so offensichtlich jetzt schon sein, ne? So. Schnell alles sammeln. Haben wir alles gut. Oh. So. Dann habe ich doch alles. Solche Pennergesichter. Ich fasse es ja nicht. Warte mal, komme ich hier nicht auf der anderen Seite raus? Ach ne, ist der Plaza hier. Na gut, dann. Tja, nun, dann werde ich immer freundlicherweise berichten, dass sie... Also über etwas, das sie sehr erfreuen wird, die Ekelhafte da. Dass die Leute hier nämlich sterben, wenn sie bei der Lotterie gewinnen. Ja, ja. I'm real sorry about your friends, Nyoka. Ain't no one deserves to go like that. Certainly not folks just trying to get by. Thanks for saying that. You know, after seeing so many people get chomped, trip into sulfur pools, shot by marauders, I always figured we'd die young. But just because you expect it doesn't make it any easier. Oh shit, next chance we get, I'm buying you a spectrum bottle so we can proper drown this melancholy. Oh, I didn't get a chance to try spectrum when we went out drinking. Is it any good?
It is without a doubt the worst, most foul liquid mankind has ever had the misfortune to invent. Na dann. You'll love it. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of him? I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. Wow. It is going well, I hope. Ja. Ruhestandsville ist ein Paradies, solltest du dir selbst ansehen. Wie sich herausstellte, ist der... Soll ich lügen? Ich lüge mal. Das ist ziemlich assi. Ja, du solltest es dir selbst ansehen. I knew it. I just knew it. What a disaster. Did you get a good look around? What was it like? Ja. Es war wie ein endloser, extravaganter Garten. Es gab sogar Schilder, auf denen stand Flanieren verboten. Truly? That's... Why, that's the most beautiful thing I've ever heard. Ja. I can't believe they kept this from us. From me. The nerve. The audacity. Here, take your payment. I have to fetch my things. I don't care what I have to do. They'll give me luxury or give me death. Ja, ich glaube, das wird passieren. Just ignorant. Can't say I'm as thrilled to be sending her off. Ach, ist mir eigentlich relativ. Ist ja eh alles befriedet da unten, aber ich meine. Gut, dann haben wir nur noch die Stadt und die Sterne. So, dann muss ich jetzt mal gucken, was mache ich denn jetzt? Beschaffe das Päckchen. What job did the board assign you when you came of age? But it was something real neat, like professional flexing. Wilderness patrol. Plenty of folk traveling on foot out there, even back when there were roads. I protected them from rats and the like. Oh gosh, and here I was jawing about how I was washing your back. I'm probably more like to get in your way. Everyone needs someone watching after them. Even me. Even if I ain't keen to admit it sometimes. Wenigstens ist er ehrlich. Halcyon Parcel Service. Ich mach das mal. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach reinschleichen hinten. Ich könnte mit den Wachen quatschen. Oh. Shh. Nicely done. Ich schleiche einfach mal hier rein. Oh oh. Ist hier jemand? Nein. Ah. Da hab ich schon. Was gibt's denn hier alles noch? Das sind nur so kleine Räumchen. Great work. Ich glaube, der sagt da gar nichts, wenn ich jetzt hier rumlatsche, oder? Oh. Außer, dass ich gerade im hinteren Teil des Hauses bin. Na, ich gehe einfach wieder. So, damit war es das schon mit dem Päckchen. Ich könnte immer vorne nachfragen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwelche Folge bringt, oder? Soll ich mal? Ich gehe mal vorne ins Gebäude rein. How you been doing, Yoka? If you ever want to talk about what happened, my ears are open. I think we can both. I appreciate it, but I've just got to let it settle a while. Oh, hier. Maybe chase it off with a drink or two. Besides, you know what? I've got a new crew. That doesn't make it any less painful, but it does help distract me from time to time. Don't worry. I won't let us get dead. Aw. Sie ist so nett. Wer bist du denn? Kunde. Du Kunde. Olive Yates. Well, you're getting an early start on the day's parcels, aren't you? Aha. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. Okay, was genau tut ihr hier? Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. Ich glaube, ich will nicht mehr mit ihnen reden. Die sind alle so konzerngesteuert und kloppen nur ihre Phrasen da. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in das Gebäude und mal sehen, was es da zu tun gibt. Ich muss ja immer noch diese Behälter stehlen für Wells, für Phineas. Wells. Ja, ich punch euch auch gleich mal. Oh.
Haus des Rausches. Ja, nee, da verschwende ich jetzt ehrlich gesagt nicht noch mehr Zeit mit. Das ist einfach nur eine Kneipe und... Ja. Aber so finde ich es eigentlich hier schon ganz cool. Es ist besser als Monarch, definitiv. Der ganze Planet hat gestunken, im wahrsten Sinne. So. Ich hoffe, ich kann dem dekadenten Volk noch so ein bisschen eins auswischen hier. Das wäre ein Träumchen. So, bitteschön. There's nothing to see here. Move along. Doch, Lieferung für den Minister. Ja? Let's see it. Ja, dieses Päckchen hier. Hm. Looks like your papers are in order. Alright. Go on through. Okay. Ah, ich bin ja gespannt. Dissidents in our midst. Aber was hier geschieht, das bleibt hier. What happens in the ministry stays in the ministry. Aber es geht auch als nächstes Mal weiter, Leute. Lasst mir gerne ein Like auf die Folge, vielleicht auch einen netten Kommentar. Und wir sehen uns wieder zu Outer Worlds. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.